Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch den Rituals Summer of Joy Kalender. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte mir eigentlich für dieses Jahr wieder den Rituals 2D Adventskalender kaufen. Den hatte ich mir letztes Jahr gekauft und war eigentlich ziemlich glücklich damit. Und dann habe ich geschaut, weil die Rituals Adventskalender gibt es mittlerweile und habe gesehen, dass der dieses Jahr 10 Euro teurer ist als letztes Jahr. Also letztes Jahr war er für knapp 60 Euro zu haben und dieses Jahr sind es knapp 70 Euro. Der Warenwert soll zwar auch um 10 Euro gestiegen sein, also da sollen Waren im Wert von 130 Euro drin sein, aber ich habe mir dann angeschaut, was da so drin sein soll und war irgendwie nicht so glücklich damit. Also ich finde, da sind dieses Jahr sehr kleine Größen drin. Es sind wieder diese vier kleinen Kerzen drin. Es sind wieder diese kleinen Größen zu, ich glaube, was war es, Körperöl oder irgendwie sowas. Und wieder dieser Peeling-Handschuh in Rot und wieder Shampoo-Spülung. Das habe ich gerade in Anwendung, das fand ich nicht so gut. Und jedenfalls, ja, habe ich mich dann dagegen entschieden, den Kalender zu kaufen. Wenn ihr einen der Rituals Adventskalender wollt, dann schaut, die sind wie gesagt online. Es gibt noch eine Premium-Version dieses Jahr, die kostet knapp 150 Euro und da sollen 250 Euro Warenwert drin sein. Und dann gibt es noch die 3D-Version für knapp 100 Euro. Und da sollen Waren im Wert von 160 Euro drin sein. So, jedenfalls habe ich mir dann überlegt, was könnte ich mir denn stattdessen kaufen und quasi von Rituals, damit ich was habe während der Weihnachtszeit. Und habe mich dann an diesen Sommerkalender erinnert, den es im Frühjahr irgendwann zu kaufen gab. Also da kam er raus. Und da hatte ich mich damals dagegen entschieden, obwohl ich den Inhalt eigentlich ganz cool fand, weil ich mir dachte, naja, ich kauf mir dann eh den Rituals Adventskalender. Nachdem ich das jetzt nicht habe, dachte ich mir, okay, schaue ich nochmal nach dem. Und habe den dann tatsächlich gefunden auf Zalando, auch für weniger Geld, als er im Frühjahr gekostet hat. Also im Frühjahr hat er knapp 60 Euro gekostet und jetzt auf Zalando habe ich ihn für knapp 51 Euro bekommen. Das heißt, auch da, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr da mal schauen. Also ich finde, 51 Euro ist ein guter Deal. Er soll Waren im Wert von 110 Euro beinhalten. Also doppelter Warenwert, was man bei all den anderen Kalendern von Rituals nicht hat. Und deswegen ist das mein Tipp. Ich glaube, wenn ihr einen Kalender wollt und euch die anderen Rituals Adventskalender nicht gefallen, dann ist der hier vielleicht eine gute Alternative. Was man bei dem allerdings wissen muss, da gibt es nur 12 Türchen. Also man kann dann an Weihnachten nur jeden zweiten Tag ein Türchen aufmachen. So, jetzt genug Intro geredet und jetzt machen wir das schöne Stück mal auf. Da ist diese grüne Banderole drumherum, die mache ich jetzt mal ab. Da habe ich mir extra eine Schere zurechtgelegt, damit wir das hier schön alles live machen können. So. Und dann sieht er gelb aus und es steht drauf, take time to do what makes the soul happy. Ja, so und wenn man ihn aufmacht, dann sieht es so aus, also innen drin in Türkis. Und dann hat man hier eben diese einzelnen Paketchen, kann man auch dann wiederverwenden, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und dann fangen wir an mit Tag 1. Ich suche gerade Tag 1. Hier ist Tag 1. Da stehen auch Sprüche drauf. Also hier steht jetzt Joy drauf. Und es ist ein relativ großes Paket. Das hat mir an dem Kalender auch gut gefallen im Frühjahr, als ich den gesehen habe, dass da eben große Größen drin waren, während in den Adventskalendern eher kleinere Größen drin sind. So, und was haben wir in dem ersten Päckchen? Von The Ritual of Mia. Ein Showergel in 200 Milliliter. Also das ist mal echt full size. Ne? Also das finde ich wirklich cool. Und deswegen dachte ich mir, wie gesagt, auch, dass
der Kalender mir besser gefallen wird als die Adventskalender. Also 200 Milliliter von dem Ritual of Mare. Das ist die Reihe mit Sweet Orange and Cedarwood, also süße Orange und Zedernholz. Ich mag das ganz gerne. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag es tatsächlich. Ich habe da auch den Schaum, mit dem man sich eincremen kann, den ich echt toll finde. Und jetzt habe ich das passende Duschgel, also finde ich schön. Ich packe die Sachen auch immer wieder ein, weil ich will es ja dann an Weihnachten aufmachen. Und bis dahin habe ich eh vergessen, was da drin war. Okay, das war Joy. Finde ich schon mal schön. So, als nächstes Tag 2. Auf Tag 2 steht Awareness. Okay, schauen wir mal, was da drin ist. Das ist ein bisschen kleiner. Oh, schön. Da ist von Ritual of Karma, die Reihe mag ich total gerne, das Body Scrub in 70 Milliliter. Das ist auch immer in den Adventskalendern. Also das hatte ich letztes Jahr schon in dem 2D-Adventskalender, ist auch dieses Jahr, glaube ich, in allen Adventskalendern drin. Soweit ich gesehen habe, mag ich total gerne. Habe ich, wie gesagt, letztes Jahr dann direkt aufgebraucht über den Dezember. Finde ich super. Ist ganz mild, riecht ganz toll. Und ja, der Duft soll Clay and White Tea sein, also weißer Tee und Tonerde. Ja, finde ich super. Finde ich super, freue ich mich. Also habe ich sogar ein Produkt, wie es in den Adventskalendern auch drin wäre. Ach, übrigens stehen da hinten drauf dann auch Beschreibungen zu dem Wort, das vorne drauf steht. Also hier war es ja Awareness und dann hinten drauf steht, Awareness ist wie die Sonne, wenn sie scheint auf Dinge, die sich transformieren. Also ist hier immer noch so ein längerer Text hinten drauf. Ist echt schön gemacht. Also finde ich auch tatsächlich schöner als der 2D-Adventskalender, den ich mir normal gekauft hätte, vom Design her. Auf Tag 3 steht Gratitude. Also Dankbarkeit. Und hinten drauf steht, wir nehmen Dinge oft für gegeben, obwohl sie unsere Dankbarkeit verdienen würden. So, was haben wir da drin? Wieder ein großes Produkt. Und zwar wieder von Ritual of Karma, die Body Cream. Passt, finde ich, auch sehr gut. Also vorher hatte man das Body Scrub und jetzt quasi eine Körpercreme hinterher. In 100 Milliliter. Also auch eine große Größe, wie gesagt, finde ich schön. Das ist die 3 gewesen. Schauen wir mal, was in der 4 steht. In der 4 haben wir Forgiveness. Also Vergebung. Ja, die Sprüche lese ich euch jetzt nicht alle vor. Wir wollen das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. In der 4 ist eine Handcreme in 70 Milliliter. Wieder aus Ritual of Mare für trockene Haut. Was man noch wissen muss zu dem Kalender ist, das sind nur diese beiden Duftrichtungen drin. Also nur Ritual of Mare und nur Ritual of Karma. Ich finde es schön, weil ich mag beide Duftrichtungen sehr gerne. Aber ja, ich glaube, das muss man wissen. Wenn man noch irgendwie mehr Duftrichtungen ausprobieren will, ist es vielleicht dann nicht das Richtige. So, nach der 4 haben wir die 5. Nee. Mindfulness steht auf der 5. Ist jetzt ein kleineres Päckchen. Ah, und da haben wir die obligatorische Kerze drin. Jasmin. Also in den Adventskalendern von Rituals hat man 4 davon. Also an jedem Adventssonntag. Das ist zwar nett gemeint, aber ich habe die Kerzen letztes Jahr abgebrannt und fand sie halt nicht so gut. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt in dem Kalender nur eine davon drin habe. Das weiß ich. Ihr wundert euch vielleicht, woher ich das weiß, aber das habe ich vorher nachgeguckt. Also, dass ich da nicht irgendwie, wenn ich nur 12 Türchen habe, wieder 4 Kerzen hätte. Das hätte ich nicht gewollt, dann hätte ich es mir nicht gekauft. So, Tag 6. Tag 6 wehrt sich etwas. So. So, hier haben wir Tag 6. Das ist relativ leicht, muss ich sagen.
Naja, das hatte ich letztes Jahr auch im 2D-Adventskalender. Habe ich fast aufgebraucht. Also das seht ihr eben am nächsten Aufgebraucht-Video. Das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen zwinge ich mich gerade dazu, da den letzten Rest noch rauszumachen. Das ist von Ritual of Namaste das Glow Radiance Anti-Aging Serum in 10 ml. Mit Saffron Flower and Holy Lotus. Also 10 ml ist schon ganz gut für ein Serum. Ich glaube, das ist auch nicht so günstig. Ich glaube, das sind 10 Euro oder sowas, dieses kleine Tübchen. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so gut. Ich finde die Gesichtspflege von Rituals, die ich letztes Jahr im Adventskalender hatte, nicht so gut. Und die Haarpflege auch nicht, aber halt die Körperpflege mag ich total gerne. So, dann Tag 7. Wo ist Tag 7? Hier unten. Ist wieder ein großes Päckchen. Purpose steht da drauf. Also der Sinn. Ah, ja. Das finde ich schön. Das ist aus der Ritual of Mea-Reihe. Ein Raumduft in 50 ml. Das finde ich schön. Mag ich zu Hause. Also entweder Duftkerzen oder so ein Raumduft. Das werde ich sehr gerne verwenden. Ja, also wie gesagt, mir gefällt der Inhalt dieses Kalenders sehr gut bislang. Also mit Ausnahme der Kerze und des Serums. 8. Positivity. Ah ja, da haben wir dieses Körperöl von Ritual of Karma. Das Shimmering Body Oil. Also ihr seht, jetzt ist ganz viel Glitzer damit drin. Sind 30 ml. Das war auch letztes Jahr im Adventskalender. Ich glaube, das ist auch dieses Jahr wieder drin. Also das ist auch ein Produkt, was ihr dann gleich hättet. Habe ich noch nicht ausprobiert. Also es steht bei mir noch rum, weil so schimmernde Körperöle verwende ich eher nicht. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Ja, ist auf jeden Fall sehr viel Glitzer drin. So, Tag 9. Tag 9 ist Love. Die Liebe. So, was wird wohl bei der Liebe drin sein? Ein Shower Gel. Also ein Duschgel in 50 ml aus der Ritual of Karma Reihe. Und es soll After Sun sein, also besonders kühlend nach dem Sonnenbad. Ja, das braucht man jetzt im Winter natürlich nicht, kann man aber trotzdem verwenden. Ja, und der Duft ist toll. Also ich mag den Duft von Ritual of Karma sehr gerne. Finde ich schön. Wie gesagt, ich freue mich, wenn hier Körperprodukte drin sind, weil das ist das, was ich am meisten möchte von Rituals. Das war Tag 9. Jetzt haben wir noch 3 Tage. Tag 10 haben wir hier. Das ist wieder relativ leicht. Das ist ein Hair and Body Mist. Also ein Duftspray für die Haare und für den Körper. Auch aus der Karma-Reihe. Können wir schon mal sprühen. Ja, ist dieser typische Karma-Duft. Ja, riecht toll. Riecht ganz toll. Finde ich sehr schön. Ja, ich glaube, da habe ich für mich das Richtige gekauft. Jetzt haben wir noch 2 Tage. Tag Nummer 11 haben wir hier mit Passion. Der Leidenschaft. Die Begriffe haben sie schon gut gewählt. Da ist ein Parfum drin. Wow, ich habe noch nie ein Parfum von Rituals gehabt. Also das habt ihr im 2D-Adventskalender, glaube ich, grundsätzlich nicht. Also ich glaube, ein Parfum gibt es nur im 3D-Adventskalender. Aber im 2D hatte ich letztes Jahr keins. Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sprühen, weil ich jetzt gerade dieses Körperspray gesprüht habe. Na, was soll's. Versuch mal einfach mal auf dem anderen Arm. Das sind übrigens
15 Milliliter. Sogar ein Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. Haltbar bis Juli 24. Ja, also da kriegt man, glaube ich, 15 Milliliter schon leer in der Zeit. Erstmal Alkohol. Ich glaube, noch mal sprühen. Ja, mal kurz warten. Bislang rieche ich nur Alkohol. Jetzt kommt langsam der Duft durch. Ja, es riecht würzig. Also es ist definitiv kein irgendwie süßes Frauenparfum, sondern es ist was Würziges. Ich kann es nicht beschreiben. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ist, glaube ich, gut was für den Alltag. Aber ich stehe eher auf diese süßeren Düfte, deswegen ist es jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Aber ja, ich freue mich mal, ein Parfum von Rituals zu haben. So, Tag 11. Jetzt haben wir das letzte Päckchen an Tag 12. Das ist wieder etwas Großes. Kindness. Und da haben wir auch wieder ein Full-Size-Produkt von Ritual of Karma. Ein Wasserspray für Gesicht und Körper Anti-Pollution. Hatte ich auch noch nie von Rituals. Ja, das soll erfrischen und pflegen. Ja. Werde ich mir wahrscheinlich für den nächsten Sommer aufheben. So, und als letztes haben wir in dem Kalender eine Sanduhr. Die seht ihr hier. Das ist quasi das letzte, also das ist Türchen Nummer 13 dann sozusagen. Seht ihr auch, also es läuft dann auch so durch. Weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Mit goldenem Sand. Also der Sand glitzert auch. Finde ich eigentlich ganz schön. Also ist mal was anderes. Ja. Als Deko oder als Geschenk. Oh, da steht sogar noch was auf dem Kalender. Reflection. Ah ja, also wir hatten ja diese Begriffe auf jedem Kästchen und da steht jetzt auf dem Kalender hinten drauf, dass der Begriff für Tag 13, also für das hier, Reflection sein soll. Und da steht dazu, je ruhiger du wirst, desto mehr kannst du hören. Benutze die Sanduhr und unsere geführte Meditation, um 15 Minuten jeden Tag für Reflexion zur Seite zu legen. Ja, da ist so ein QR-Code in dem Kalender. So, jetzt wissen wir auch, wie lange die Sanduhr läuft, also offensichtlich 15 Minuten. Das finde ich wirklich eine schöne Idee. Es passt, finde ich, auch zur Weihnachtszeit, wenn man dann im Stress ist und sich dann vielleicht wirklich vornimmt, jeden Tag 15 Minuten diese Sanduhr laufen zu lassen und das als Zeit zur Ruhe zu nutzen. Und offensichtlich kann man dann hier sogar eine geführte Meditation durchführen. Also mit diesem QR-Code habe ich nicht ausprobiert. Kann ich mal schauen, ob das noch funktioniert, als ob dieser Link noch geht. Ja, tatsächlich. Also es führt dann auf eine YouTube-Seite Meditation mit Rituals. Da gibt es sogar mehrere Videos dann, die man sich da anschauen kann. Okay, also finde ich wirklich eine schöne Idee. Das hätte ich jetzt fast übersehen, weil das so hinten in weiß auf diese Kalenderpappe, also hier auf diese Rückseite, hier ist das aufgedruckt. Schön! Also, Fazit. Ich finde diesen Kalender von der Produktauswahl auf jeden Fall besser als die Adventskalender. Das ist jetzt natürlich nur mein persönlicher Geschmack. Wenn euch die Adventskalender besser gefallen, kauft euch die. Ja, ich wollte euch nur eine Alternative zeigen, die für mich
besser funktioniert hat und momentan sogar reduziert zu haben ist. Wie gesagt, auf Zalando für 50,95 Euro bekommt ihr diesen Kalender mit Produkten im Wert von 110 Euro, wobei diese 110 Euro die Sanduhr beinhalten. Und deswegen werde ich mich definitiv freuen, wenn ich den dann in der Weihnachtszeit auspacken werde. Ich werde dann nur jeden zweiten Tag, wie gesagt, ein Türchen aufmachen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit Inspiration geben, vielleicht, wie gesagt, eine Alternative zu den Adventskalendern. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen lieben Kommentar, abonniert meinen Kanal, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und dann war es das für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!